So, heute mal wieder beim Wandern, mal am Spitzingsee. Und wir haben uns eine 4-Stunden-Tour ausgesucht und wahrscheinlich brauchen wir 5 Stunden. Schauen wir mal. Einblicke gibt's jetzt. Mit einem halben Rundweg um den Spitzingsee. Ganz entspannt los, keine Höhenmeter. Ganz easy bis jetzt. Schauen wir mal, was ich in einer halben Stunde sag oder so. Wir verlassen jetzt den Spitzingsee. Mal sehen, wann die erste Steigung kommt. Die ersten Höhenmeter. Die App habe ich übrigens von Komoot, der App. In der Videobeschreibung gibt es wieder einen Link zu der Route. Ich glaube, sie wird sich lohnen. Jetzt fangen die ersten Höhenmeter an. Und zwar Berghaus Spitzingsee. Wir haben jetzt unsere erste Pause eingeschlagen. Wir sind nach anderthalb Stunden vom Brecherspitz entfernt. Das ist unser Tagesziel heute. Mal gucken, ob sich die Aussicht lohnt. Vorhin haben wir dabei. Geile Bilder gibt's dann. So, wir haben die Untereim hinter uns gelassen. Da sieht man sie. Wir sind jetzt auf dem Weg zur oberen Alm. Da oben ist die obere Alm. Wenn wir die passiert haben, geht es gerade Weg zum Brecherspitz. Sag mal dein Fazit. Wie sieht die Kondition aus? Wieder am Pulsieren und Selfies machen. Da. So, wir sind noch eine Stunde unterwegs. Und dann können wir endlich das Ergebnis. Wir haben die Hälfte erreicht zur Brecherspitz. Brecherspitz? Jetzt schon wieder. Wir machen jetzt gerade ein kleines Päuschen, essen was, trinken was. Wie ist denn die Aussicht? Und dann starten wir auf die letzte Hälfte zum Gipfel. Schön. Schöne Aussicht. Hat's dein Feedback bis jetzt? Anstrengend, aber es lohnt sich definitiv. Wir jetzt mal aufbauen? Ich will mich gefragt. Am Brecherspitz angekommen. Brecherspitz, wir sind nämlich erst am Vorgipfel und Brecherspitz wird da hinten. Aber das nehmen wir uns für das nächste Mal vor. Der Vorgipfel ist auch schön. Ach ja. Die Leute, die bis hierher durchhalten, werden auch mit einem richtig geilen Blick belohnt. Also für die, die nicht so erfahren sind und die Kondition nicht haben, um zum Brecherspitz ganz zu laufen, also dahin, werden trotzdem belohnt. Wir sind auf dem Weg nach unten und wir werden jetzt erstmal einkehren in der oberen Alm. Oberalm. Wie hieß denn das? Oberalm? Nein. Oberalm? Sag ich mal die obere. Die obere Alm, sag ich doch. Ja, obere Alm. So, Rätsel gelöst. Es ist die obere Fürstalm, nicht nur obere Alm. Jetzt gibt's Kaiserschmarrn! Yay! Von der Alm wieder auf den Weg gemacht. Jetzt haben wir immer noch 2 Stunden vor uns. Ich muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, jetzt schon 6 Stunden unterwegs sind. Die Tour insgesamt nur 4 Stunden geht. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon in der 7. Stunde. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Sonnencreme. Weil, seid nicht so blöd wie ich, komplette Stirn verbrannt. Zoom mal hin, guck mal, sieht man das? Arme verbrannt. Sieht noch braun aus, aber ich sage euch, das ist verbrannt. Ja, also Sonnencreme nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Aber ich habe nachgeschaut. Wir sind jetzt schon 7,5 Stunden unterwegs. Aber wir brauchen auch nur noch eine Stunde und nicht 2,5. Also gleich geschafft. Hoffentlich sehen wir noch mal ein bisschen was. Bis jetzt laufen wir nur im Wald. Das war auch schön. Gerade weil ich so einen Sonnenbrand habe. Oh, guck mal, die Sonne. Oh, schön. Guck mal, diese Durchblitz. Wo ist er? Da war sie doch gerade. Da ist er.
Mein Gott, ja, ihr wisst, was ich meine. So, und weiter geht's. Muss aber dazu sagen, dass wir jetzt nicht 7,5 Stunden durchgelaufen sind, sondern wir haben uns ganz gemütlich Zeit gelassen. Also sind ganz gemütlich gelaufen, haben schöne Pausen gemacht, bisschen Brotzeit und so. Wir haben es geschafft. Nach 8,5 Stunden. Wir haben aber ganz viele Pause gemacht. Jetzt sehen wir nochmal den Spitzingsee. Und jetzt beenden wir das Ganze. Ich habe einen Sonnenbrand, die Füße tun weh. Hat sich gelohnt. Hab Blasen an den Hacken. Aber ich kann sie nur empfehlen, die Runde. Ja. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Schön.